Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich auf dieses Video, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt und Angst habe. Dieses Format habe ich früher 2017, glaube ich, angefangen oder so und habe halt gemerkt, dass das echt schwer für mich ist, weil ich bin so ein Mensch, es ist nicht so wirklich ein Spoiler, wenn ich manche Sachen erwähne, weil ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht schlimm ist, ja. Obwohl es Studien mittlerweile gibt, die besagen, dass Spoiler gut sind. Manchmal lieben es die Menschen, das Ende komplett gespoilert zu haben und dann zu erfahren, wie das Ganze alles passiert ist. Und ich muss ehrlich sagen, zum Teil bin ich auch einer dieser Menschen, weil ich würde jetzt nicht zum Beispiel das Buch jetzt hinten, also das letzte Kapitel durchlesen und dann sagen, oh geil, jetzt will ich das jetzt lesen. Nein, aber ich bin eher so ein Mensch, wenn mir jemand sagt, nehmen wir mal ein Beispiel, dass sie zum Beispiel eine Fähigkeit bekommt und im Klappentext oder so steht gar nichts drauf und ich erwarte mir eine realistische Geschichte, die nichts mit Fantasy zu tun hat und dann auf einmal bekomme ich so mit, okay, es ist eine Fantasy-Geschichte, dann würde ich das zum Beispiel auch gerne im Vorhinein wissen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, sicher steht so, ist eigentlich hauptsächlich so steht dann fix im Klappentext, aber es gibt manche Sachen, die nicht drin stehen. Ja, in meinem heutigen Video geht es um die Reihe Size von Neil Schusterman und ich habe diese wunderschönen Cover. Meine Covers sind jetzt, weil sie Erstauflage sind, leider nicht in der doppelten Bändecover, genau, aber ich bin froh, weil ich werde euch gleich erzählen, wieso ich froh darüber bin. Ja, also wir haben hier den ersten Band, der 2017, glaube ich, rauskam. Ich lese das nochmal hier durch. Ich habe mir das natürlich das nicht notiert. Ja, 2017 kam er raus. Dann haben wir hier den zweiten Band, Der Zorn der Gerechten. Das müsste 2018 rausgekommen sein. Und dieser Band 2019. Und das ist dieses Vendor-Cover und es sieht einfach teilweise hier ein bisschen schlimm aus. Ich habe es so gut es geht versucht, es zu wenden. Dann habe ich richtig viele Bücher drauf getan, dass das sich irgendwie glättet. Aber so ganz davon überzeugt bin ich noch nicht. Ich finde das Cover, was da hinten ist, auch wunderschön. Aber ich habe die anderen beiden jetzt so und möchte es auch beibehalten. Deswegen habe ich das jetzt noch am Schluss gewendet. Jetzt ist es fast 3-4 Tage so gelegen und sieht immer noch nicht ganz gut aus. Ich werde euch natürlich nicht spoilern, wie das Ende, wie die ganze Reihe so abläuft. Das werde ich natürlich nicht tun. Was ich aber tun werde, ist auf jeden Fall auf jeden Band etwas näher drauf angehen, um zu erfahren, haben sich die Charaktere entwickelt oder nicht. Ist das alles auch besser geworden vom Schreibstil her oder eher schlechter? Habe ich nach Jahren noch gewusst, was im ersten Teil passiert ist? Und sowas halt. Also hier haben wir den schönen ersten Band und Size. Die Size sind sowas wie Sensenmänner. Also Size ist ja die Sense übersetzt auf Deutsch. Und das ist eine, ja, es gibt ja die Dystopie und es ist eine Utopie, glaube ich. So heißt es. Ich kenne mich da echt nicht aus. Also ich weiß, was eine Dystopie ist und eine Apokalypse, weil ich Resident Evil liebe. Aber mich so ganz diese Welten richtig auszukennen, tue ich halt nicht. Ich lese es lieber dafür gerne. In der Welt, in der Citra und Roman aufwachsen, ist so eine Welt. Also sie ist perfekt. Es gibt keinen Tod. Der Tod wird überwunden. Es wurden alle Krankheiten, die zu der heutigen Zeit, ich spreche jetzt zum Beispiel von 2020, Krebs ist schon geheilt, es sind Alzheimer geheilt, es ist alles geheilt und die Menschen können unendlich lang leben. Sie können sich wieder resetten auf das Alter, was sie halt wollen. Es gibt halt natürlich eine Grenze, weil du kannst jetzt nicht wieder ein Baby werden. Das ist zum Beispiel nicht möglich. Aber ab einem bestimmten Alter kannst du dich runtersetzen. Und dann gibt es die Size, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen nicht unendlich leben, dass die Bevölkerung nicht, ja, platzt aus allen Nähten. Es ist eh schon ziemlich krass. Es gibt Familien, die haben 30 Kinder oder so, weil es auch keine Begrenzung gibt, wie viele sie
machen können oder so. Und ja, das ist schon arg, finde ich. Dann haben wir, also ich habe ja vorhin von Citra und Roman geredet. Die beiden haben die Chance, sich als ein Zeiss ausbilden zu lassen. Doch leider kann nur einer von den beiden ein Zeiss werden. Und der andere, das war mein Boy, und der andere wird sterben. Ja, das ist ein kleiner Spoiler, aber ich finde, dieser Spoiler macht so richtig spannend, wer von den beiden jetzt wirklich gewinnt oder stirbt der andere wirklich, findet man nicht noch einen anderen Weg irgendwie raus, das werde ich euch natürlich nicht erwähnen oder erzählen. Das Ganze hat einen roten Faden. Wir wechseln oft zu verschiedenen Charakteren. Wir wechseln auch zu Sais Godda, der ein richtig, richtig böser Mensch ist und am liebsten nur noch Massaker anrichten will und Massenmorde, damit die Welt wirklich kleiner wird. Und er hat halt diesen Spaß unendlich. Jedes heißt führt Tagebuch und muss seine Pflichten erfüllen, also sein Prozentsatz, wo er pro Jahr Menschen ermorden will. Dann gibt es auch ein Treffen jedes Jahr, wo die sich halt treffen und halt erzählen, ob man es geschafft hat oder nicht geschafft hat, seinen Prozentsatz, sage ich mal, zu erfüllen. Und es gibt verschiedene, ja, wenn du zum Beispiel aber dich selbst umbringst und du nicht vom Size umgebracht wirst, dann wirst du wiederbelebt. Also es gibt dann solche genannten Platscher, die zum Beispiel vom 20. Stock runterfallen. Und dann kommt der Krankenwagen, nimmt ihn mit, obwohl er ja nicht aussieht, als würde man ihn noch irgendwie wiederbeleben können. Doch das alles ist in der Zeit machbar. Und ja, wir lesen ganz viel von Tagebüchern von den Zeiss, wie alles am Anfang war und auch unsere heutige Zeit, wie zum Beispiel erwähnt, oder Krebs noch da, wo es Serienmörder gab und alles sowas. Und es ist so spannend zu lesen, weil man kann sich so eine Welt fast gar nicht vorstellen. Aber der Autor hat das so gut beschrieben und so, dass man wirklich in der Welt eingetaucht war. Du hast wirklich Sorgen gehabt, dass da irgendwas ist und oder dass das wirklich mal Realität sein kann. Doch ich denke, ich werde da bestimmt noch nicht mehr leben, wenn das mal wirklich so eintritt, wie das jetzt in diesem Buch ist. Wobei also lassen wir das, weil vieles sollte einfach ja nicht zu realistisch geplant werden, weil es gibt Menschen, die bereiten sich zum Beispiel auch auf die Apokalypse vor, wenn Zombies kommen. Und ich denke mir, bitte lebe dein Leben normal und nicht in der Ansicht, dass du immer Angst haben musst, es kommen Zombies und werden dich fressen oder so. Der zweite Band knüpft eigentlich ziemlich direkt nach dem ersten an und wir haben hier auch fast dieselben Protagonisten. Es kommen immer so ein, zwei mehr und ein, zwei weniger. Ich habe euch jetzt von einem großen Protagonisten nichts erzählt, obwohl es eigentlich eine Maschine ist. Und zwar ist es der Thunderhead. Thunderhead, ja. Dieser sogenannte Thunderhead ist eine künstliche Intelligenz, der alles weiß, sich aber nicht in den Sachen von den Zeiss einmischen kann. Doch er liebt die Menschen, weil irgendwie findet er, dass jeder Mensch irgendwie sein Kind ist und möchte sie halt gerne beschützen. Er will halt einen ganz anderen Weg eingehen wie die Zeiss, damit jeder Mensch irgendwo seinen Platz hat. Möchte er oder er hat was rausgefunden, wie man das alles machen kann. Doch er kann es halt echt nicht umsetzen, weil die Sais ihre Aufgabe erfüllen, komme was wolle. Und ja, er findet dann. Und dann gibt es halt nicht wirklich einen Kampf, aber die Sais hassen den Thunderhead und dürfen auch nicht mit ihm kommunizieren und haben auch keinen Kontakt mit ihm und umgekehrt genauso. Das heißt, wenn er hat so Mitarbeiter, die für ihn arbeiten, also das Handelt. Und wenn sie alle ermordet werden, kann er zum Beispiel nichts dagegen tun. Er kann sie nicht rehabilitieren oder so. Und ja, ansonsten haben wir auch wieder Tagebucheinträge und so Kurzgeschichten, wie das in der damaligen Zeit war. Die Kapitel sind auch wie im ersten Band auch teilweise sehr kurz gefasst und
ich muss sagen, im ersten Band fand ich das bei manchen Situationen wirklich schlimm, weil ich nicht wusste, man liest nicht in der Ich-Form, sondern in der, ja, in der Erzählerform. Und es war halt auch ein paar Mal so der Fall, dass ich einfach nicht wusste, nach halben Seite dachte ich mir, bei wem bin ich jetzt? Bin ich jetzt beim Thunderhead? Bin ich jetzt bei Citra, bei Rowan und so weiter? Das war für mich teilweise so, okay, ich muss das vielleicht. Ich sollte mir das vielleicht noch einmal kurz noch mal durchlesen. Aber es ging so ab der Hälfte viel besser, wo man die Charaktere wirklich kennengelernt hat, ging es dann wirklich, hatte ich dann noch keine Probleme mehr. Der erste Band endet, ich würde schon sagen, mit einem Cliffhanger, doch der zweite Band endet noch viel schlimmer und es hat mich teilweise in Rage gebracht, weil ich einfach wissen wollte, zumindest noch ein Kapitel, wie geht's denn jetzt weiter? Das war für mich so ein. Der Schreibstil vom ersten bis zum zweiten Band war im Prinzip dasselbe, als hätte es keinen Unterschied gemacht. Sicher gab es auch Entwicklungen, wo es noch besser geschrieben wurde, noch detaillierter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt im ersten Band besser geschrieben hat oder im zweiten. Für mich ist es so, ein zweiter Band, der wirklich gut ist und besser. Also im einen Fall war er vielleicht sogar besser als der erste Fall. Erster Band. Also ich weiß nicht, ob ihr mit verstehen könnt, wie ich das meine, aber normalerweise ist es so in Trilogien, dass der zweite Band dann so oder bis richtig schlecht ist. In dem Fall fand ich den zweiten Band richtig klasse. Ja, meine Lieben, kommen wir zu dem Abschluss der Trilogie. Und was soll ich sagen? Ich bin unendlich traurig, dass es vorbei ist. Die Geschichte, was mich ein bisschen am dritten Band gestört hat, das ist aber persönliche Meinung, ist, dass es um meine Lieblingsprotagonisten erst sehr spät gegangen ist. Ich hätte mir am liebsten gewünscht, da ja der zweite Band mit so einem krassen Cliffhanger endet, dass es sofort geschrieben wird, was wirklich passiert ist, wie das Ganze geendet hat. Also einfach nur eine Erklärung. Doch wir kriegen erst bis viel später mit, was jetzt passiert ist. Und das hat mich so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. Aber nichtsdestotrotz habe ich den dritten Band genauso geliebt. Er war genauso gut wie der zweite und wie der erste. Und bei einer Sache, das ist auch wieder persönlich, ich hätte mir jetzt am Schluss ein bisschen mehr gewünscht. Er hat jetzt nicht so abrupt geendet. Es gab natürlich noch ein, was danach geschah, so ein paar Monate danach. Aber ich hätte mir so ein späteres, noch ein bisschen mehr intensiver gewünscht, weil du musst so überlegen, du hast 3 Jahre deines Lebens mit diesen Charakteren irgendwo verbracht. Ist sicher nicht jeden Tag oder sowas, aber das ist mir immer im Kopf geblieben, was alles erzählt wurde. Und das fand ich dann halt schade, dass das sehr schnell dann geendet hat. Man sieht auch, dass keins der Bücher sehr dünn ist und ja. Aber das ist halt so meine Meinung. Ich hätte mir jetzt so 50 Seiten noch mehr vielleicht gewünscht, die einfach erzählt hätten, was mit der Welt jetzt noch passieren kann oder passieren tut. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes und es ist jetzt trotzdem, also dafür will ich jetzt keine schlechte Bewertung geben, weil es war alles perfekt und für keins der Wesen war, also für keins der Protagonisten gab es jetzt das allerbeste Ende. Oder ihr kennt es ja wie in New Adult so das richtige Happy End. Man ist zusammen und glücklich und dann ist man verheiratet und keine Ahnung was. Es war hier schon sehr realistisch und ich fand es sehr, sehr gut. Der rote Faden ist halt immer geblieben. Für die Menschen, die sehr schnell vergessen oder sich nicht an Details erinnern können, würde ich auf jeden Fall nochmal raten, alle Bücher von einem Schritt bis zum letzten durchzulesen. Also vom ersten Buch bis zum dritten. Da ich aber ein sehr gutes Gedächtnis, was so Bücher angeht, bis auf Namen, habe, war das für mich jetzt zum Beispiel kein Problem in den dritten Teil reinzukommen, als hätte ich den zweiten erst gestern gelesen oder so. Ja, aber ich habe schon gehört, dass
ein paar Probleme hatten und dafür halt den zweiten zum Beispiel nochmal nachlesen mussten oder sowas. Das kommt halt auf den Menschen drauf an, wie du halt so bist, aber ja, auch wenn man das den zweiten Band jetzt noch einmal durchliest, ich glaube, das schadet keinen, weil das Buch ist einfach saugut. Im Großen und Ganzen würde ich dem Ganzen, ich gebe zwar keine Sterne mehr her, aber ich würde sagen, es hat alles, was eine Serie braucht. Es hat ein Ende, es hat einen guten Anfang, es hat eine perfekte Mitte und es gibt keinen schlechten Band. Alles ist sehr gut gewesen und ich liebe diese Reihe. Sie wird immer in meinem Buchregal sein, auch wenn ich irgendwann mal entscheiden werde, nicht mehr zu viel zu lesen oder nur noch die besten Bücher überhaupt zu haben, alle anderen wegzugeben, dann sind die drei auf jeden Fall fix bei mir, weil das einer der besten Reihen überhaupt war. Ich will mich auch gar nicht mehr für ein Cover entscheiden. Jetzt liegen beide vor mir und ich überlege so, welches ist das schönste Cover. Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde alle drei wirklich schön. Das Grüne ist vielleicht noch ein Ticken schöner, weil es ist einfach echt schön. Es erinnert mich irgendwie an Karten, die man früher gesammelt hat, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, die so glitzern oder so, erinnert mich das sehr dran. Ja, meine Lieben, habt ihr einer dieser Bücher schon gelesen? Also beziehungsweise habt ihr schon mit der Reihe angefangen? Habt ihr sie schon beendet? Wie habt ihr sie gefunden? Ich möchte das wirklich unglaublich gerne wissen. Ja, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Und ich sage, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!